Wohntyp, Bautyp heimgehören. In Wien ist vielleicht das, also für mich das Wichtigste oder der wichtigste Gebäudekomplex die Stadt des Kindes. Sowohl in der Stadt des Kindes als auch im Studentenhaus am Erlachplatz zeigt sich wie so ein roter Faden, dass das Thema Städtebau, aber auch das Städtebauliche praktisch im Gebäude selbst, also die Thematik der Erschließung der Plätze, der öffentlichen Plätze, sozusagen aus dem Innen, aus dem größeren Kontext ins Kleine reingezogen wurde. Und der zweite wichtige Protagonist in der Entstehung des Heims aus ganz anderer Richtung, aus der Richtung der Politik, jetzt muss ich meinen Spickzettel mal nehmen, ist Christoph Chorherr, der seit 1997 Gemeinderat und Landtagsabgeordneter in Wien ist. Und was mich jetzt besonders fasziniert hat, ist, er hat Volkswirtschaftslehre studiert und sie unterrichten ja auch an der Wirtschaftsuni in Wien schon seit 1987, kann das sein? Und fast, also das ist so die Klischees mal so richtig so bröckeln. Er ist Gründer und Vorsitzender des Vereins SAG, schreibt sich SO2A. Das steht für Social Sustainable Architecture, ein Verein, der Projektentwicklungsprojekte in Südafrika ins Leben ruft. Und ja, ich freue mich sehr, Sie heute hier zu begrüßen. Wir haben von der Heimträgerseite Forum for Students noch einige Vertreter hier. Und der Hannes und der Georg haben jetzt das Projekt, das Studentenhaus am Erlachplatz und diese Idee des Gemeinschaftslebens, also dass die Erschließung eigentlich gleichzeitig Raum für Gemeinschaft ist, sehr positiv gesehen. Ich habe schon im letzten Satz habt ihr gesagt, dass das einfach eine individuelle Entscheidung ist, also wer sowas mag. Ich weiß von einer der Anwesenden, dass das nicht so einfach war. Und freue mich jetzt hiermit die Diskussion und den Themenabend Studentenhaus am Erlachplatz eröffnen zu können. Ich hätte jetzt gleich eine Frage zu einem der Ausstellungsgegenstände. Und zwar haben wir eine Skizze, die von einer Zeichnung Paul Floras inspiriert ist. Könnten Sie uns da ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte, weil es ja auch anscheinend auch für den Beginn des Konzeptes zu diesem Studentenheim und überhaupt zu den Anlagen, zu den Wohnzellen ja irgendwie die Initialzündung ein bisschen gegeben hat? Ja, ich meine, die Skizze von Flora begleitet mich schon lange, aber das hat an sich nichts mit dem Studentenhaus zu tun, ja? Sondern hier geht es ja immer wieder, ich selber war so Mittelschüler, war ich schon eine Volksschule war ich in Heim. Also das heißt, das Heim selber war mir nichts Schreckliches, auch nicht was Unbekanntes, aber keine Anregung. Also der Aufenthalt im Heim war keine Anregung, nur in einer Richtung des Gemeinschaftlichen, des Kameradschaftlichen, des Bewusstseins als eigenes Individuum in der Gemeinschaft, dass man dort sozusagen zu seiner Person halten kann und dass man auch sagen wir die unterschiedlichsten Persönlichkeiten mit den anderen Heimbewohnern kennenlernt, wo sich normalerweise sehr deutlich zeigt, dass er aus welchem Milieu jemand kommt, aus welcher Umgebung, in welcher
welche Beziehung zu anderen jungen Menschen oder überhaupt zu Menschen. Das heißt, jeder, der also mehrere Geschwister hatte und so weiter, hat sich ganz anders verhalten als ein Egomane, also jemand, der nur immer sich selbst gesehen hat. Und das hat mich also für sich sehr geprägt. Das hat mich schon geprägt. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, am Schwarzen Meer geboren, das ist in der Türkei. Meine Eltern sind Österreicher. Und ich bin erst so mit dem 8. Lebensjahr überhaupt damals hat sie schon Deutschland geheißen, gekommen, bin ziemlich frei erzogen worden, oder man hat mich leben lassen. Und irgendwo ist das auch immer wieder mein Wunsch, wenn man von Freiheit spricht, ist das nicht ein willkürlicher Gebrauch dieser Freiheit, sondern ist es eher das Bewusstwerden einer Eigenverantwortung für sich und für die anderen, war dann in Salzburg gelebt, bin dort viel Berg gestiegen, das war auch ein sehr wichtiges Element meines Bewusstwerdens der Abhängigkeit vom anderen, positiver Sinn abhängig. Das ist eben, wenn man klettert und so weiter, das war nicht nur Berggehen, sondern sehr extreme Touren gemacht und so weiter. Ich habe das lange, also eigentlich mit mir herumgetragen, insofern als mich primär ja als Architekt Bauten für junge Menschen interessiert haben und bin halt, wie das ja immer so geht, dass das auch viele Zufälligkeiten sind, auch immer zu solchen Aufgaben gekommen. Nur meine allerletzte Arbeit war ein Geriatriezentrum sogar, das ich eigentlich gar nicht gerne gemacht habe, aber dann gefunden habe, das ist natürlich eine sehr interessante Aufgabe. Und jetzt also zurück zu diesem Studentenhaus. Kindergärten als Architekt gemacht, auch solche Aufgaben immer wieder den Studenten gestellt, wo es notwendig ist, sich vielleicht wirklich vorzustellen, welche Wünsche, Notwendigkeiten, Träume ein Mensch hat, ein junger, und dass ihm die Architektur oder das Bauwerk diese Möglichkeiten gibt, dort mehr oder weniger so sich zu bewegen und solche Träume haben zu können, räumlicher Art zum Beispiel. Dafür ist hier ein sicher sehr gutes Beispiel für mich dieses sogenannte Dachgeschoss. Es ist ein Dachgeschoss, aber in Wirklichkeit waren ja zwei Geschosse jeweils gedacht. Es war nur das Erdgeschoss, war so ein eingeschossige Einheit, und dann waren es so zwei oder drei, das heißt es genau. Zweigeschossige Einheiten gedacht, wo man also dann das, was jetzt am Dachboden ist oder im letzten Geschoss, auch in den Zwischengeschossen hat. Ich war darüber dann nicht so traurig, dass das nicht kommt, weil es ja auch interessant ist, kann man sowas auch verwirklichen in einem normalen Geschoss. Allerdings von vornherein natürlich mindestens mit 3 Metern, und das haben wir auch da. Aber das ist alles schon in der Entwicklung gewesen. Begonnen hat es damit, soviel ich mich erinnern kann, dass der Christoph Kohr gekommen ist und sich interessiert hat, also für Studenten
Interesse, das zu machen. Das haben wir eine große Gruppe von Studenten, die da gearbeitet haben. Ich glaube, es war nicht ganz von vornherein klar, dass das da im 10. Bezirk steht, oder war das von vornherein klar? Ja. Weiß ich schon nicht sehr genau. Aber immerhin, er hatte keine fixen Vorgaben, hat wie ein Studentenhaus auszuschauen. Ich wusste es nicht als Studentenhaus, sondern wie Heime halt normalerweise sind. Und man hat schon gesehen, dass die normalen Entwürfe der Architekten für so Studentenhäuser auch und für Heime, also für mich eigentlich keine Lösungen sind. Und dass das primär diktiert wurde vom Diktat der Ökonomie, die das heute natürlich noch viel ärger ist, als es früher war. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Architekten doch primär von einer formalen Sicht gekommen sind. Also, wie interessant kann das ausschauen, unter Fragezeichen? Das ist interessant. Und es war einfach die Chance da, etwas zu machen, weil Bürste Korher, für mich als Person, sich einfach offen war und selber gerne wissen wollte oder erfahren wollte, wie man sowas anders machen kann. Vielleicht auch als Prototyp, aber das war nicht das Primäre. Mir hat sehr gefallen, dass der im 10. Bezirk ist. Das ist so Industriebau gewesen, gut mit Ziegeln und so weiter, eine gute Atmosphäre. Und dann halt diese Idee, wieder zurück zu Ihrer Frage, da hat das Flora noch nicht den Flora gekannt, aber nicht diese Zeichnung, die dann später für mich eine große Rolle gespielt hat, als die Vorstellung von Eremitenleben. Ich war ja später dann sehr, sehr viel in Indien und Persien und Afrika. Und diese Dinge haben alle eine große Rolle gespielt, dass es für mich vollkommen klar war, das Entscheidende in einer Gemeinschaft, überhaupt zu ertragen, unabhängig von dem anderen, da als verantwortlich für das Ganze, die meistens eher ein Diktat führen, also eine Form des Lebens, die mir also nie gebrochen hat und hätte. Ich habe es auch nicht erlebt. Ich habe es erlebt als Privatmensch, aber nicht als Heimmitglied. Da habe ich natürlich auch furchtbare Sachen erlebt. Zurück, da kam diese Idee, nicht durch die Zeichnung von Flora, das ist später gekommen, hat irgend sowas zu machen. Auch aus der ökonomischen Vorstellung. Ein relativ, sagen wir, ökonomische Einheit für einen selber, wo er sagt, ich, so wie man halt mit einem eigenen Körper herumläuft, der ist ja auch nicht zu groß. Das ist ja nicht so, dass wir drei Menschen Größen haben. Wir sind nur ein bisschen dicker und ein bisschen dünner, ein bisschen größer und ein bisschen kleiner. Aber ansonsten ist das ein wunderbares Maß, das Menschen haben. Und
die Gemeinschaft, dieses Du, dieses Wir vor allem, im Rahmen mit der Auseinandersetzung mit dem Ich, das waren also eher die Themen. Und dafür war eben diese Einheit, diese kleine Einheit, der Rucksack sozusagen für das Einzelne, ein entscheidender Ausgangspass, ein entscheidender Punkt für die Überlegung des Konzepts. Können Sie vielleicht mal erklären, wie wir eigentlich die Vorgaben waren? Sie sagten, dass Christoph Kohler eigentlich derjenige war, der an Sie herangetreten ist und auch mit der Idee, mal was Neues, was anderes zu machen. Man muss sich vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, also 1995 war es dann fertig, aber in den beiden Jahrzehnten davor sind, Stichwort Effizienzbauten, sehr viele Häuser entstanden, bei denen also das Einzelzimmer, dann einfach die Diskussion, wie ist der Gemeinschaftsraum, Gemeinschaftsküche, das sind ein paar Variablen, aber eigentlich war das Thema dieses, ja, wirklich ein gemeinschaftliches Wohnen, stand sicher nicht an erster Stelle. Und deswegen habe ich auch gemeint, das Haus am Erlachplatz steht auch heute noch ganz singulär, als etwas ganz Eigenes in dieser Landschaft der Studentenwohnheime. Sie bezeichnen es auch als Studentenhaus und nicht als Studentenheim oder Studentenwohnheim. Also hat auch da einen ganz anderen Ansatz. Und ich würde gern, also ich fände es großartig, wenn Sie mal ausführen würden, wie eigentlich diese Idee entstanden ist, da was anders zu machen. War da auch irgendwo eine Schmerzgrenze erreicht, dass man sagt, das ist kein richtiges studentisches Wohnen, oder was war da der Anlass dazu sagen, man möchte es jetzt anders machen, man sucht aber einen Ort dafür und man sucht den Architekten dafür? Also wie war die Geschichte? Ich hatte damals einen Bauträger, ich hatte keine Ahnung von Bauen. Dazu sagen, ja. Es ist nicht die schlechteste Voraussetzung, Bauträger zu werden. Und heute würde ich so formulieren, wie will man in der Stadt leben? Ein anderes Projekt im 10. Bezirk, das ein bisschen früher entstanden ist, ist das Haus am Buchsbaumplatz, wo wir einen Wettbewerb gemacht haben, was heißt ökologisch bauen in der Stadt. Ja. Das zweite war dann, also wir haben das Grundstück gekauft und dann, also das Grundstück war schon da und dann war die Überlegung, wieder ein Wohnhaus, also ich finde immer das ist interessant, wenn ein Park davor ist, darum haben wir es gekauft. Und dann ist die Idee schon nah im 10. Bezirk studentisches Wohnen und ich kannte den Professor Schweighofer aus der Literatur. Überhaupt nicht persönlich, ja, und über Assistenten, die ich kannte, da fragen wir doch die, die es am ehesten wissen sollen, suchen wir einen Professor, der ein Seminar dazu macht. Ja, wir haben ein Semester gemeinsam ein Seminar, wie will man leben als Student. Ja? So. Ja, und da sind einfach sehr viele Sachen diskutiert worden und dann hat sich das irgendwie zugespitzt zu diesem Modell. Und da stand da eh richtig, wie der erste Entwurf kam, also die Grundidee, das war der Campingplatz, das kann man genau erinnern. Der Campingplatz, das ist irgendwie das Bild, wo die Zelte draufstehen und dann, wo man sich zum Feuer trifft und singt und so. Ja? Und die Zelte sind klein. Mit 230 mal 280 habe ich nicht gerechnet. Ja? Und wenn ich das merke, nein, das ist also alles, was recht ist, zum Beispiel bei du, Anton, also alles, was recht ist, 230, weil das geht nicht. Das, nein, das muss 2,30 mal klar. Und dann haben wir uns geeinigt, okay, wir suchen eine leere Wohnung und du findest jemanden, der das baut. Und ich habe gesagt, okay, ich wohne da wirklich, das stand, ja, ich wohne da, also wohnen. Aber dann 3 Tage dort geschlafen und in der Favoritenstraße, ich kann mich noch gar nicht erinnern, das Holz gebaut worden ist, so eine leere Wohnung, die gerade irgendwie nicht benutzt war, ist dann dieser. Ja, und dann nach 3 Tagen habe ich gesagt, okay, es geht.
es war nie gedacht, dass das das Wohnen der Zukunft ist. Also heute würde ich für mich immer wieder, Urbanität ist verdichtete Unterschiedlichkeit. Das ist ein Angebot für bestimmte Menschen, die gut mit anderen können. Ja, wenn jemand eine Ruhe haben will, ist das schlecht. Also wenn es nur so Heime gäbe, da die wunderbare Wohnungen bauen mit so einer dicken Tür, wo man Ruhe hat. Ja. Also so ist das entstanden. Ich war jetzt schon lange nicht dort. Was ich interessant finde, was Sie erzählt haben, dass es beim obersten Geschoss ganz anders ist als beim Regelgeschossen. Über die Fenster haben wir auch diskutiert, kann ich mich erinnern. Also ob es einen Sinn macht, Fenster. Also ist dann irrsinnig viel diskutiert worden. Und ich glaube, dem sieht man das an, dass so viel diskutiert worden ist. Also wo wir uns ganz schnell geeinigt haben, dass wir Mischung aus Kosten und aber auch Ästhetik ist das Rohe, also nicht unter Boots, sondern wirklich rough. Und wir hatten dann bis zur Baubewilligung, dann haben wir mit der Studentenförderungsstiftung das Projekt verkauft. Und ihr habt es dann realisiert. Es war nie die Überlegung, dass wir jetzt irgendwie Studentenheimträger werden. Außerdem damals war das so, dass wir hatten eine GSBH und dass für damals gab es ja noch die Bundesförderung und die konnte man nur als Gemeinnütziger bekommen. Ein Detail war noch interessant, die mich bis heute umtreibt als Politiker, die Formalität der Stellplatzverpflichtung. Ja. Der Vorteil war, mit dem Heim hast eh weniger, aber doch etliche. Und was drinnen der Hof, der Innenhof ist, das mussten wir akribisch Parkplätze am Plan anordnen, haben aber gleich gesagt, irgendwas machen wir so, dass da nie ein Auto reinkommt. Und das ging dann. Wenn ein Bezirksvorsteher erinnern, der sich den Plan angeschaut hat, wo ist der Parkplatz? Ja, also das war irgendwie die Geschichte und dann bin ich Clubobmann geworden und das hat ein Berufsverbot und dann habe ich das Projekt, also dann habe ich die Gesellschaft verkauft und jetzt habe ich die Ehre, politisch einige Dinge. Habe aber sehr viel gelernt, zum Beispiel wie man Rentabilität von Immobilien rechnet. Das hilft ja der Planungspolitik sehr, neben Anmerkung. Ja. Also da kennen Sie viel nicht aus und ja, ich freue mich, dass das ein, glaube ich, bis heute tolles Projekt. Schade finde ich, das wäre vielleicht eine interessante Diskussion, wenn es für bestimmte Segmente interessant ist, warum das wirklich so ein Unikat geblieben ist. Ja. Also das wäre spannend, das wäre eine Frage, die ich jetzt fast in die Runde geben würde. Sie haben ja, Entschuldigung. Nein, ich wollte nur sagen, es kann also überhaupt nicht darum gehen, dass alle Studenten so ausschauen müssen. Das war auch nicht als Prototyp gemeint. Eine Frage, die immer wieder kommt, wie ist das gelungen? Weil es so anders ist als die normalen, von der Öffentlichkeit akzeptierten Häuser, die man halt Studentenheime genannt hat. Und das ist etwas, was ich also natürlich auch bei vielen anderen Aufgaben auch kenne. Weil ich immer interessiert bin, eigentlich an die Grenzen des Möglichen zu gehen, das ist natürlich nicht nur ein ökonomischer Fakt, sondern auch der Akzeptanz. Das ist ja nur möglich, sowas zu wollen und zu akzeptieren und zu realisieren, wenn man offen genug ist, um zu sagen, ja, es kann anders auch sein. Das Einzige, wo ich allerdings natürlich nicht der Meinung bin, dass das ist egal, das macht man es halt anders auch, ist, dass primär das ökonomische Moment, also das kostet und so was, da bin ich natürlich tatsächlich ein bisschen unrealistisch in diesen Dingen, dass das sozusagen diktiert wird, was ich so heute sehe bei Grundrissen. Und ich muss sagen, da verstehe ich Architekten nicht, dass sie das so machen und mitmachen, dass das überhaupt keine Lebensqualität mehr hat, solche Häuser.
wo das jetzt auch Zellen sind. Ja? Aber solche, wo du dich überhaupt nicht, da ist kein anderes Angebot als diese Zelle, die der Einzelne hat. Das geht natürlich nur, und das davon würde ich natürlich am Anfang, als Studenten kamen, wurde ich ja also wirklich beschimpft. Denn man hat natürlich einfach gesagt, das ist eine Baustelle, dass das nicht verputzt ist und drüber ist und Asphalt und solche Sachen, dass die Leitungen offen gehen. Alles gar nicht so was Besonderes. Und mich hat das sehr gewundert, dass junge Leute das überhaupt stören. Ich war auch der Meinung, dass das primär von den Eltern kommt. Und da sage ich wieder so auch sehr stark von Müttern, die gekommen sind, gesagt haben, im Moment, das ist ja furchtbar, was du da kriegst für ein armes Kind. Und so weiter. Also davon war ich entsetzt. Da sieht man, wie wenig realistisch ich war, und so, dass ich sowas überhaupt nicht gedacht habe. Aber das ist ganz schnell, hat sich das geändert, im Schnee, ich weiß nicht, nach einem halben Jahr oder irgend sowas. Da sind die von zu Hause, sage ich jetzt, also, aufgehetzt wurden, sehr furchtbar, was man dir da bietet, und das kostet viel, das kostet in Wirklichkeit, hat es nicht viel gekostet für eine solche, wurde mir gesagt, also einem Studenten in dem Haus zu wohnen und so weiter. Die sind dann, also das waren nicht Städter, das waren eher Studenten vom Land. Die sind gekommen und haben gesagt, zu Hause, ihr habt sicher Ahnung, was modernes Wohnen heißt oder was moderne Architektur ist. Da geht man, da kommt es mit nach Wien, wir zeigen euch das. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich also tiefisch gefreut, dass man sozusagen diesen... Das sind keine schlechten Menschen, natürlich, davon ist überhaupt keine Rede, aber die einfach meinen, etwas gehört so und nicht anders. Und das ist für den jungen Menschen eine furchtbare Sache. Wenn, dann hat nur er das Recht und auch das Gefühl dafür, wie das sein muss, und nicht also ein Diktat von irgendwem, schon gar nicht von einer Behörde, und von irgendjemand, der also sagt, wie viel Quadratmeter und wie viel so. Ich habe viel in Berlin zu tun gehabt und so weiter. Und muss sagen, habe das erlebt, das ist keine Wiener Erfindung, sondern das geht überall gleich durch. Das heißt, etwas Besonderes an diesem Haus ist, dass es hier durch Zufall gelungen ist, dass von Seiten desjenigen, der das finanziert, der das auch verantwortet, als Besitzer oder als Organisation, und natürlich auch eines Architekten, der nicht unbedingt Angst hat, wenn er das so macht, dass er nie wieder einen Auftrag kriegt, oder wenn er es gut macht, dass er dann viel mehr Aufträge kriegt, im Sinn des Auftraggebers. Das, muss ich zugeben, hat mich nie interessiert und habe ich auch nie beachtet. Und da hab ich ja wieder das Glück gehabt, dass er so zumindest am Anfang da Verständnis hattest. Und ich muss sagen, auch die Nachfolge, das war das Lubetzky, glaube ich. Ich weiß nicht, wo er ein Architekt war, ich glaube, einer ist ein Architekt. Der hat das verstanden, dass hier etwas probiert werden muss, was
dass man erst sehen wird, ob es gut geht oder nicht. Und es ist sehr lange auch in den, zum Beispiel Kühn, in den Kritiken und so weiter, immer wieder ein großes Fragezeichen gemacht worden. Ja? Jetzt würde ich mich natürlich mehr interessieren, was jetzt die Träger, die Betreiber dazu sagen, wie Sie, hat sich das bewährt? Ich fange mal an. Also Herr Slupetzky war damals der technisch zuständige, ist mittlerweile in Pension und viel auf Urlaub, so auch heute. Sie sind jetzt da. Ich bin jetzt wirtschaftliche Geschäftsführerin, also keine Architektin, ich kann das nur aus Konsumenten- und Betreibersicht beantworten. Ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren die Funktion übernommen und habe mir dann natürlich in den ersten Wochen einmal alle unsere Häuser angesehen. Es sind 15 Häuser in Österreich verteilt und es war für mich sofort klar, also das ist meins. Also ich bin ein erklärter Erlachplatz-Fan, habe auch damals schon Jürgen gesagt, also wenn ich in eines unserer Häuser ziehen müsste, jetzt, dann definitiv dorthin. Habe aber auch da gleich die Antwort erhalten, ja schon, aber. Also es gibt ein großes Aber dazu. Es Heim, also für uns ist es ein Heim, ich habe mir das aber aufgeschrieben mit dem Haus, also ich finde den Ansatz sehr gut, da auf den Namen anders zu setzen. Es polarisiert. Also es ist wirklich so, wie es teilweise auch schon angedeutet wurde, aber ich glaube noch viel intensiver, entweder man liebt es und wohnt dort aus Überzeugung oder man hält es nicht aus. Und ich weiß ganz klar, wo ich stehe. Ich habe 2 Jahre dort gewohnt. Okay, man bleibt warum auch immer und mag es trotzdem nicht. Mein erster Eindruck war, oder was ich gehört habe, ist, dass du teilweise wirklich die Leute verpflichtest, schaut es euch vorher an, bevor ihr einen Vertrag unterschreibt, was wir in anderen Häusern nicht machen. Und ich glaube, das allein zeigt schon viel. Aber also verpflichten kann ich natürlich. Naja, verpflichten im Sinne von anderen. Ich empfehle es von Erlachplatz. Ich empfehle es den Leuten, weil alle anderen Heime, die wir haben, die gefallen ihnen oder gefallen ihnen weniger oder wie auch immer, aber das ist so, wie sich alle jungen Leute, Studenten einen vorstellen. Erlachplatz ist das nicht. Also es ist immer eine Überraschung für die Leute herzukommen. Für viele eine sehr positive Überraschung, für manche natürlich, vor allem auch in Begleitung ihrer Mutter. Ich würde auch meine Tochter hinschicken. Es ist gerade München von Zöchern, haben natürlich furchtbare Angst, weil ja das alles so offen ist und da könnten die Jungs in die Mädels herfallen. Und, also die haben dann irgendwie, ihnen ist es zu offen, zu roh, zu wenig Privatsphäre. Das einzige Problem, das die Leute die drinnen haben und die auch sagen, ja, das ist mein Heim, ist, dass die Zimmer manchmal doch ein bisschen zu klein sind. Es ist heute, glaube ich, schon ein bisschen anders als in den 90er Jahren, dass die Jüngeren jetzt wieder weniger die Gemeinschaft suchen, sondern sich lieber zurückziehen. Das war sicher vor 20 Jahren ein bisschen anders, so werde ich mich aus meiner Jugend erinnern, überhaupt war alles so auf die Gemeinschaft ausgerichtet. Und die Rückzugsmöglichkeit ist natürlich in so einem, wenn einmal 9 Quadratmeter großen Zimmer wenig gegeben. Und für Architekturstudenten ist halt das Heim, das außer dem Heim, das wir im 4. Bezirk haben, am nächsten zur TU ist. Wir haben viele Leute von der Technischen Universität und wenn sie anfangen, ihre Modelle zu machen, ist das natürlich wirklich schwierig. Das war auch meine Kritik. Also, meine Kritik war dass als Architekturstudent, der auch noch viel zu tun hat, es war ein bisschen unpraktisch, weil die Gemeinschaft ist unglaublich, aber nur eher für die, die auch die Zeit haben. Okay. Und die nicht, ja. Aber ich habe auch einen unglaublich großen Unterschied bemerkt. Ich habe am Anfang so ein sehr, also ein, es gibt unterschiedlich große Zimmer. Und ich habe einen den kleinsten am Laubengang gehabt, wo ich, also dieses Zimmer zum Innenraum, das hat mich nie gestört, das war auch immer zu. Aber das Fenster zum Laubengang hat mich extrem gestört. Auch wenn die Leute nicht wirklich vorbeigehen. Also die gehen eh meistens innen durch. Aber danach habe ich ein größeres Zimmer in der Küche ganz hinten und zum Hof. Und da hat es schon einen riesen Unterschied gemacht. Also da haben wir schon das Gefühl gehabt, ja, es ist doch mehr meins als das andere. Aber ich habe Kollegen, die unglaublich so begeistert davon waren.
Der Eindruck war das eigentlich auch bei dem Besuch. Und wir sind Anton Schweighofer und ich, wir sind dann noch, als die Studenten dann schon weg waren, sind wir ja auch noch ein bisschen weiter durchs Heim durchgegangen. Und dann ist man natürlich, wird man erstaunt angeschaut, wenn ein, ich das so sagen darf, ein älterer Herr mit dabei ist und sich alles sehr, sehr genau anschaut, so als ob er hier zu Hause wäre. Und dann musste man natürlich erklären, wer er ist. Und da war gerade eine Gruppe von Italienerinnen, die da gerade italienisch gekocht haben. Und da war Musik und das war Trubel. Und die wären Professor Schweighofer fast um den Hals gefallen, weil das einfach so toll ist. Dann hatten wir aber auch, ich glaube, das war ein britischer Student, ein ganz junger Mann, der hatte sich das, glaube ich, vorher nicht angeschaut. Und der war in einem Doppelzimmer. Und die Doppelzimmer, die sind, das ist natürlich eine Situation, die eigentlich nur für Pärchen funktioniert. Und das war bei ihm nicht. Und das war, glaube ich, extrem gewöhnungsbedürftig. Dass diese Zimmer, also das ist genauso diese Hochbett-Situation, aber eben mit einem Doppelbett. Und also nicht, wir wissen nicht ganz, also das ist zwischen dem Bett und dem Leiter hinauf, also das Doppelbett ja. Ist das nicht. Nein, kein Gut, Entschuldigung. aber diese Funktion, also das, die werden auch einzugehen, also auch an Leute vermietet, die also nicht zusammenkommen oder nicht zusammen ein Zimmer führen. Es sind nur 10 Plätze in Summe, also es ist ein kleiner Anteil, aber wenn es keine 5 Pärchen gibt, dann ja. Ja. Das ist suboptimal. Ja, wobei diese Beschwerden kommen eigentlich immer schon auf Doppelzimmern immer wieder, egal wie groß die Doppelzimmer sind. Also es rufen mich so oft Leute an. In einem Doppelzimmer ist es aber schon so, dass die Betten in verschiedenen Zimmern sind. Also das Konzept eines Doppelzimmers ist nicht allen Leuten von Hause klar. Ja. Also wie gesagt, wir haben, das kam auch bei eurer Einführung raus, dass bisher eine ganz große Beschäftigung in der Wiener Studentenheimlandschaft ist, dass es einfach sehr unterschiedliche Arten von unterschiedlichen Konzepten gibt. Also so wie Sie sagen, ja, man bemerkt die Tendenz zum Rückzug, also mehr die Privatheit. Ich weiß gar nicht genau, ob das so ist oder ob das nicht vielleicht sogar eine Fehlbewertung ist. Tatsächlich müssen die Leute alle ein Einzelzimmer haben. Und die Einzelzimmer werden jetzt heute immer mehr als so Single-Apartments eingerichtet, also mit eigenem Bad und WC und auch noch mit einer Pop-Nische. Und dass die Gemeinschaftsflächen möglichst geringer gehalten würden. Und sozusagen, wenn ich der Zwang sozusagen da ist, sich in der Gemeinschaft aufzuhalten, das aus Gründen der Bequemlichkeit, da tatsächlich dieser Rückzugsfaktor zum Tragen kommt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich gewünscht ist, weil wenn es Küchen gibt, die, also einfach was die Lage anbelangt, ja, also das Haus am Erlachplatz ist natürlich eine besondere Situation, aber dass, wenn die Gemeinschaftsräume, die Gemeinschaftsküchen einfach dort sind, wo das Stiegenhaus mündet und man automatisch hinkommt, wenn es Räume sind, in denen es was zu tun gibt, sei es Wäsche waschen oder kochen oder gemeinsam essen, was also einfach eine Alltäglichkeit einfach auch vermittelt, was man so kennt, dann braucht man das auch. Und du hast gestern auch erzählt, also du hast im Gasometer gewohnt, das war zwar eine gute Zeit, aber du hast nicht so viele Leute kennengelernt. Das stimmt allerdings. Im Gasometer gibt es den Fall, dass sie gerne die Gier sind, wo man trotzdem eine Gemeinschaft nicht hat. Aber in das gesamte Geschoss kennt man natürlich nicht. Aber ich habe auch gestern erwähnt, das ist irgendeine Entscheidung trotzdem. Ich glaube, dass jeder dort hingeht, leider eben mit einem bestimmten Geisel in Kontakt haben möchte und vielleicht nicht mit jedem. Und um das Heim am Erdplatz geht einer, der wirklich der neue Kontakt hat. Ich glaube, das ist eine Entscheidungsfrage. Also, aber ich glaube, das Bedürfnis nach Gemeinschaft ist schon grundsätzlich da. Also, dass zumindest eben dieses WG-Konzept, das taugt vielleicht schon fast jedem. Also wirklich dieses Abgeschlossene, jeder für sich in einer Zelle, bin ich auch nicht überzeugt, dass das wirklich jetzt so viele wollen. Aber andererseits besteht natürlich die Nachfrage im Markt, also wir müssen. Ja,
Also ich mag ein anderes Heim, also ich habe ein anderes Heim auch als Leiter, wo wir sehr große Gegner haben, wo eben dieser Kochbereich ist, der Gemeinschaftsraumbereich, und ich mache das seit 9 Jahren jetzt, und es geht immer mehr dazu hin, dass immer weniger Leute zu üben benutzen. Also nicht nur zum Kochen, sondern auch um sich zusammenzusetzen, um das gemeinsam zu machen. Also das teilt sich natürlich auf die Stockwerke verschieden auf. Also in manchen Büchern sagt die Familien und anderen kennen es einander gar nicht. Also das ist halt, die treffen einander beim Wäsche waschen oder fühlen man sich halt in einen Zins aus beim Post holen und dreht und dann sagt man, hallo, wie finde ich gut? Ich weiß nicht, mal, wer das ist jetzt wirklich. Und das habe ich dadurch in den Heimen auch. Ich habe es aber von Erlachplatz schon erlebt, dass mir Leute in dieser Vierer-Einheit, das wäre eher gleich, das sind ja immer 4 Einheiten miteinander, zwar 3 einander kennen, aber nicht wissen, wie viel das immer wohnt und wie man das am Erlachplatz schafft. Das ist ich möchte noch was ergänzen dazu. Ja. Mario Eckert, bin der Regionalleiter in Wiener Heime. Und ich habe während meinem Studium in einem Wohnforst-Führungsheim, damals noch ein Stiftungsheim, ne, in der Lechgasse gewohnt in Graz. Und das ist dann renoviert und hat sich aber nicht geändert vom Aufbau. Also da ist jedes Stockwerk, so ein Rundbau, kann man sich so vorstellen, so ein Kreisverkehr, die Zimmer sind im Kreis angeordnet. In der Mitte gibt es eine Gemeinschaftsküche und auf beiden Enden, das ist eher ellipsenartig, auf der Ellipse gibt es Gemeinschaftsflächen, wo man sitzen kann, wo auch Fernsehgelegenheiten waren. Bevor es renoviert worden ist, die Zimmer sind ganz gleich geblieben, war alles ausgerichtet auf diese 2 Gemeinschaftsräumlichkeiten auf einem Stockwerk. Das heißt, da hat es einen Fernsehanschluss gegeben, da sind die mal zusammengesessen. Danach, nach der Renovierung, sind Technologien dazugekommen, wie das Internet im Zimmer, wie Fernsehanschluss im Zimmer, und das hat zwangsläufig dazu geführt, dass die Leute in meinen Zimmern geblieben sind und die Gemeinschaft einfach darunter gelitten hat. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze dazu, warum Leute im Zimmer bleiben. Und also hätte man, die Leute haben sich dann natürlich beschwert, wenn draußen geschaut worden ist, weil das so laut ist, und das ist eine Entwicklung gewesen, die dazu geführt hat, dass die Leute hauptsächlich im Zimmer wohnen. Also auf anderen Stockwerken ist das nicht so gewesen, da sind die Leute weiter draußen geblieben. Also es ist. Gestern Abend war der Themenabend Grenzen und Perspektiven. Da war auch das Thema Gemeinschaftsflächen und diesem Schluss dann auch noch ein ganz großer, wichtiger Diskussionspunkt, weil da spalten sich dann auch die Geister bei den Heimträgern. Also da hat jeder dann auch eine eigene Ideologie von überhaupt nicht und nur noch, also kein Geld ausgeben für Küchenreinigung, und da hat man dann auch manchmal den Eindruck, dass die Gemeinschaftsräume so als Feigenblatt noch da sind, sie existieren, aber haben dann so den Charme von Konferenzräumen, die dann vielleicht nicht so automatisch benutzt werden, bis hin zu dem Typ, dass man sagt, ja, das muss einfach da sein, weil das Studentenheim hat auch einen Auftrag. Und jetzt gerade an der TU, ja, die Architekten, es hängt auch natürlich mit dieser Massenuniversität zusammen, es gibt kaum Räume zum Zeichnen, zum gemeinschaftlichen Arbeiten. Die Studenten machen sehr viel daheim, ja, im Studentenheim, eben wenn sie dort wohnen, und sind dann mit dem Computer, also online vernetzt, und müssen dann eigentlich überhaupt nicht mehr rausgehen. Es ist auch die Frage, wo lernt man eigentlich Gemeinschaft? Wie gesagt, es gibt halt auch diese Ideologie, dass man auf Konfliktvermeidung ausgeht, dass man sagt, ja, das bringt nur Schwierigkeiten und Lärm und Dreck und jemand ist dem anderen was weg, und dann löst man das technisch, also die Leute brauchen überhaupt nicht mehr auszugehen, dann braucht man das auch nicht mehr zu reinigen. Und gibt aber eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeiten, dass man solche Schwierigkeiten eigentlich kommunikativ und irgendwie im sozialen Zusammentun löst. Also irgendwo habe ich dann das Gefühl, bei den jungen Leuten gibt es eigentlich gar keine Ebene mehr. Man arbeitet an der Universität kaum mehr im Team oder nur in Kleinteams. Und in den Studentenheimen, wo das eigentlich der einzige Ort ist, wo es die Runde eigentlich geben sollte, das ist auch im Ausschreiben, habe ich den Eindruck.
da hätte ich gerne auch noch andere Meinungen. Also ich denke, für Studentenheim ist eigentlich so ein großer Eindruck. Also ich habe seit 10 Jahren in der Stiftung gearbeitet, habe einiges miterlebt, von Planungen her, von diversen Projekten und Projektierungen. Und ich habe die Vorstellung entwickelt mit der Zeit und vor allem jetzt dann einige Jahre nach Jahre Abstand, war das für mich immer so ein großer Eindruck, der da entsteht. Einerseits hat man Anforderungen drinnen der Bauordnung und der verschärften Pflichten, diese auch einzuhalten, zu überprüfen, ob das der Brandschutz ist. Also so große, lange, durchgezogene Gänge sind heute fast nicht mehr eine Möglichkeit zu planen, weil der Brandschutz, die Brandschutzauflagen so extrem geworden sind. Also wir haben da in verschiedenen Häusern immer wieder Probleme gehabt. Andererseits natürlich auch der Eindruck der gesellschaftlichen Entwicklungen. Also vor 20 Jahren war es was anderes. Jetzt ist Internet, jetzt ist digitale Zeitalter und so weiter. Also da die Gesellschaft entwickelt sich weiter, muss man auch einfließen lassen, weil ein Projekt einer so großen Größenordnung geht ja dann über 40, 50, 60 Jahre. Das Haus steht ja auch. Und man kann es eigentlich schwer umbauen. Also ja, Platz jetzt umzubauen, das wäre fast eine Möglichkeit. Also eigentlich was umzureißen, neu zu bauen, das ist so zum Beispiel. Das dritte, was dazu kommt, ein wichtiger Teil des Eindrucks ist auch die Finanzierung. Und auch da hat sich auch schon vor 2010 sehr viel geändert. Und auch da gibt es sicher viele Punkte, die man vergessen hat oder vielleicht irgendwo nur noch in Aktenvermerken drinnen ist, wo angefangen worden ist, von Fördergebern striktere Auflagen zu setzen in Richtung, wie darf ich überhaupt bauen? Wie groß ist das Verhältnis Freifläche zur Wohnfläche? Wie groß ist das Verhältnis Gangfläche zur Wohnfläche und so weiter? Also auch da sind so viele Dinge dazugekommen, dass ich mir heute schwer vorstellen könnte, einen Erlachplatz nochmal, dass ein Erlachplatz nochmal gebaut wird. Also auch ein anderes Beispiel ist die Molkereistraße, das erste Passivhaus, Studentenheim Passivhaus. Der Kollege Jelitschke hat mir immer gesagt, das darfst du kein zweites Mal bauen, weil die Brandschutzbestimmungen hier mehrmals so gebogen worden sind, dass man es halt gerade noch so bauen konnte, um die Kühlung aufrechtzuerhalten. Weil ein Passivhaus hat das Problem, dass es überhitzt im Sommer. Und das sind einfach Dinge, die jetzt einfließen. Und es wird vielleicht zu viel oft auf die gesellschaftlichen Elemente hingezeigt, eben weniger Gemeinschaftsräume. Das sind Kleinigkeiten. Also Studentenheime sind ja, der Herr Gore hat es früher so schön gesagt, urbane Vielfalt, glaube ich, das ist so richtig mitbekommen. Es gibt so viele Studentenheime mit unterschiedlichsten Ausprägungen. Das ist auch gut so, das wird auch in Zukunft so sein. Und diese leichten Veränderungen, Gemeinschaftsküche, ja oder nein, sind die oft auch technische Ursprünge. Also die einen Studententräger haben sich entschieden für Gemeinschaftsküchen, halten das weiter durch. Andere gehen wieder weg davon in Einzelküchen, andere gehen wieder zurück zu Gemeinschaftsküchen, weil sie draufgekommen sind, allein die Problematik der Entlüftung, der Schimmelbildung, des Geruchs in den Wohnräumen und so weiter. Es ist ein Haus auf vermarkten Raum, viele junge Menschen, wie man sagt, das sind Bauer-User, da wird die Substanz wirklich gefordert und die Planung und das Technik gefordert. Und das sind dann alles Bestandteile eines großen Eindrucks. Jeder Eindruck ist anders. Und das ist auch das Schöne wieder dabei. Aber ein Erlachplatz ist eben was Einzigartiges, also im Gegensatz zur Geschäftsführerin vorher. Also mein erster Eindruck beim Erlachplatz war, wie viel kostet der Abriss? Sehen wir so nach dem Motto, und ein anderes Heim wiederum denkt man sich wunderschön, und dabei ist es dann eigentlich so ein Standardeintopf. Aber es ist doch verschiedene Richtungen, die hineinfließen, das wird doch weiter so bleiben. Was vielleicht beim Erlachplatz noch dazu zu sagen wäre, das war ja damals interessant, weil der Erlachplatz besteht ja fast zur Gänze nur aus Nutzfläche. Und das war damals bei der Fördersituation damals natürlich ein großer Vorteil. Naja, es ist so, dass die Quadratmeter pro Student ja damals genauso vorgegeben waren. Im Prinzip ist das alles eingehalten. Darum ist dann die Zellen so kompakt, damit eben so viel Gemeinschaft ermöglicht werden kann. Also, es gibt eigentlich keine Gangfläche, weil alles zur Nutzfläche zählt. Ja, weil das wird auch mit der Problem. Also vor 3-4 Jahren. Ja, also. Das war mit den Behörden auch nicht, also die haben auch alle geschaut, inklusive der Brandschutz. Also was du schon brauchst ist, du musst was wollen. Und ich sage einmal ganz böse, viele Bauherren, und du musst willen sein, Konflikte einzugehen. Mit Behörden, mit Vorstellungen, mit allem Möglichen.
dann geht trotzdem viel. So, also das ist eine Haltungsfrage. Also wir haben, du warst bei einem Projekt von uns in Wien, eine Schule im 14. Bezirk, ja, die Walz. Da haben wir mit Holzfertigelementen in einem Backsteinbau. Also das geht auch alles nicht so. Aber das ist das tolle Österreich, ist so unglaublich reguliert, dass eh jeder weiß, ganz so geht es eh nicht. So, und da muss man reden und dann schauen und ja, es ist zart, es ist mühsam und das muss man sich darauf einlassen. Wenn man von Anfang sagt, man will wenig Schwierigkeiten haben und da orte ich die. Wenn es wenig Schwierigkeiten darf, das alles so nicht bauen, sondern dann baust auch im Wohnbau. So wie viel heute leider bauen und so schaut es auch aus. Die Chance sehe ich jetzt, ich meine, Wien wächst unglaublich stark, auch studentisch. Und da hoffe ich schon, dass jetzt aber auf die Idee kommen, also wenn du wo innovative Wohnkonzepte machen kannst, dann mit studentisch oder studentisch ähnlichen, nicht nur Studenten, Formen und da hoffe ich schon, dass ihr bald interessante Sachen einfallen lassen. Ja. Wo es auch eine, wo der Nachteil ein Vorteil sein kann. Der Nachteil, dass eine Reihe von Bundesförderern ausgefallen sind, jetzt musst du aber nicht mehr dort Graz buckeln, ob das eh an den Richtlinien entspricht, gibt es eh kein Geld von dort. Ja. Wenn man oft denkt, wie lange man auf die Förderung gewartet hat, wenn es weiß, dass die Zinskasse rennt, ist eher oft die Frage, ob die Förderungen nicht kompensieren, also wenn es geschwind und zügig baust, also ja, ich rede es nicht gut jetzt, ja, aber viele bauen es halt auch ohne Förderung und spannend wäre jetzt auch kostengünstigere, innovativere Konzepte anzubieten. Also im Bedarf haben wir einen gewaltigen, darum hoffe, glaube ich schon, dass in den nächsten Jahren einige interessante Sachen entstehen, hoffentlich. Es ist zart, es ist mühsam, da musst du anlegen und da brauchst du Personen, die dahinter, mir wollen das. Und das geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Ja? Also wie machen wir es? So. Das ist ein tolles Konzept, hat der Leo Leitinger vom Salzburger Studentenwerk einmal so eingebaut in die Einträgerrunde, einen Containerbau. Also so fertige Zellen, im Prinzip Schiffscontainer, fertige Zellen komplett eingerichtet, werden irgendwo aufgestapelt, über offenen Grund vielleicht so unter Tiefgaragenmäßig, so also auf Säulen aufgestellt und dann aufgestapelt und vor allem sehr modular, sodass man jederzeit das so wieder abtragen kann, irgendwo anders aufstellen kann, wenn man es braucht. Das ist zum Beispiel so ein zukünftiges Projekt vielleicht. Ein Containerbau gibt es ja schon in Holland, aber. Ich wollte noch was zur Molkereistraße sagen und da hat der Christoph Keucher natürlich völlig recht und es hat mit Passivhaus überhaupt nichts zu tun, das muss ein Missverständnis sein. Wir wollten das Licht in den Gängen haben und wir haben sozusagen alles unternommen, damit wir die Behörden und die MA 68 in dem Fall dahin bringen, dass das Licht da reinkommen kann. Und das hat natürlich dann etwas mit einer Druckbelüftung zu tun, aber das ist kein Passivhaus-Thema. Und wesentlich war, dass wir, also jetzt nur in der Situation, dass wir diese Gänge, die wir aus anderen Heimen kannten, die ja teilweise dann kunstbelichtet sind und wirklich schwierig so atmosphärisch, dass wir da das Tageslicht reinbringen. Und das war der Wille. Und dann ging, also es ging am Schluss. Ne? Wir haben natürlich, es klagen jetzt mittlerweile andere darüber, die das dann auch machen wollen, aber heutzutage hängt es davon ab, in welchem Bezirk man unterwegs ist, mit welcher Brandschutzdirektion man es zu tun hat und mit wem man sich zusammenreden kann oder mit wem eben nicht. Und wer einem das Brandschutzkonzept schreibt, aber das ist eben auch Österreich. Ne? Ja, mit der Behörde muss man sich immer. Ich wollte nur ein Qualitätsmerkmal, was ich glaube, dass so ein intuitives Gefühl gibt, dass man sich da wohl fühlt, dass man unterschätzt ist, dass eben nicht 2,50 Raumhöhe ist. Also das ist kein Spezifikum, also
wir bemühen uns in der Widmung, Strukturen zu schaffen, die davon wegkommen, dass immer nur 250 gebaut wird. Ja? Das ist ein Wahnsinn. Also, das ist nicht das Hochbett dieser Anlass, aber auch, wieso, man könnte theoretisch auch, hätte man ein Geschoss mehr gehabt. Ja? Aber ob es jetzt sitzt in Hallau, wo sitzt man da jetzt? Ich schätze euch das vor, das ist nicht drei, das ist 4 Meter. Ja? Also Raumhöhen haben eine unglaubliche Qualität und durch die eine verblödete Widmungspraxis oder Widmungstradition in Wien und in vielen Ländern, ja, wo du einfach Gebäudehöhe fixum hast und nicht nutzflächenbezogen, quetschen halt jetzt im Kapitalismus alle aus, was geht. Ja? Und wenn da Haus abgerissen wird, Batsch, hast 2 Geschosse mehr drinnen. Also das, glaube ich, eine große Qualität, die man sich gar nicht bewusst wird, die ganz wichtig ist. Ich glaube, da haben wir auch für die ganze Zeit das 1:1-Beispiel vielleicht bei uns in der Ausstellung, weil als wir versucht haben, diese Ständenheimzimmer darzustellen, haben wir festgestellt, dass der Raum eigentlich so ziemlich genau die Grundrissmaße eines der ältesten Heime, des Wiener Heimes, in Wien hat es das so Minimalmaße eigentlich hat und wir haben es reingestellt. Alle Leute, die gekommen sind, haben gesagt, ah, ist das ein schönes, großes Zimmer und hat allein mit der Tatsache vermutlich zu tun, gut, man, es fehlt die halbe Wand, aber es ist auch die doppelte Höhe vorhanden und der Eindruck war ganz ein anderer, als er eigentlich angedacht war, dass es eigentlich einem typischen Heim aus den ja, damals 20er Jahren eigentlich nachempfunden ist. Und was Sie vorher auch noch kurz angesprochen haben, wir haben ja die innovativen Konzepte während unserer ganzen Besichtigung und auch des ganzen Wahlseminars. Wir haben ja damals ja, irrsinnig viele Heime besichtigt, haben Heime besichtigt, die kurz vor der Eröffnung waren und haben eigentlich nach diesen, da waren gespannt drauf, ganz neue aktuelle Heime zu sehen. Um dann am Ende festzustellen, das innovativste Heim ist das Heim aus, ja, von 1995, das ist der Erlachplatz. Da haben wir festgestellt, dass die ganzen neuen Sachen, die gekommen sind, zwar neu sind, schön sind, aber bereiten ja, keine Innovation bieten. Und wir es auch versucht haben herauszufinden, womit hat das zu tun. Jetzt haben wir oft über Kosten und Möglichkeiten der heutigen Situation diskutiert, aber irgendwie auch nicht feststellen können, womit hat es zu tun. Wir hatten auch relativ viele Architektenabende hier und auch bei den Architekten war ein bisschen die Frage, wie geht man an die Bauaufgabe Studentenheim überhaupt heran. Die uns auch erzählt haben, sie haben viele Heime besichtigt, aber eben die Heime so der letzten 10 Jahre, die im Prinzip alle ja, relativ ähneln. Ja? Und das war auch die Frage, weshalb ja, so ganz neue Möglichkeiten eigentlich kein Thema mehr sind oder zu wenig Thema sind. Oder ich weiß nicht, von der Planung her sofort eingeschränkt werden, aber ja, wir sind wirklich nicht dahinter gekommen, womit es wirklich zu tun hat. So als Laie würde mich interessieren, gibt es Untersuchungen über die Durchschnittsverweildauer im studentischen Heim? Oder wie sehr prägen dann überhaupt die Heime das Halten, nachhaltig sozusagen das Wohnen von jungen Leuten, die dann älter werden, sich selber Häuser, Wohnungen kaufen können? Gibt es da irgendwelche Untersuchungen? Also wie lange ist ein Durchschnittsbewohner in einem Studenten? Ja, da gibt es schon ganz gut an 2 Jahren. Grundsätzlich ist es immer so, dass die Leute vor allem in der Schieße vom Land kommen, das wäre ganz wichtig für alles. Und so die Studenten einziehen, sind sie ganz selten und immer, haben sie die Möglichkeit, schneller die Gemeinschaft kennenzulernen, die Kulturen auszunutzen, teilweise wird es so eine, also die meisten Heime haben einen Bezug zu einer bestimmten Universität, weil sie halt auch von baulich in der Nähe sind und deswegen sind die meisten auch dort. In einem Erlachplatz sind dann sehr viele auch von der Technischen Universität, das sind halt schwierige Studien, ich kann das sehr gut ausnutzen. Manche kommen einfach nur her, orientieren sich in Wien und dann gehen es eher entweder über Pflege und brechen ein Studium ab, aber die weiter studieren, ziehen in WGs oder sagen dann letztendlich ist nur das Heim zu klein. Das ist ein Teil und es gibt natürlich auch Leute, die in ein Heim einziehen, kommen als Maturanten her und gehen als Mediziner weg. Habe ich auch. Also das ist natürlich ganz verschieden. Hängt das sehr stark damit zusammen, wie jetzt eine Gemeinschaft ist. Also das ist auch ein Glückstreffer. Also ich habe auch Leute gehabt, weil vorher angesprochen wurde, man kommt mit den Fremden in ein Doppelzimmer, die waren zufällig zusammengewürfelt und die sind miteinander beide bis Ende des Studiums in dem Zimmer geblieben. Also der eine war dann schon ganz fertig und der andere hat gesagt, ach, das letzte halbe Jahr suche ich mir lieber irgendwo eine Wohnung, weil
mit dem Neuen kann ich jetzt nicht mehr ins Zimmer gehen. Ja, das sind so typische DAG-Bauteile. Und ich habe sehr, sehr viele Leute, die ziemlich ihr Studium durchziehen, also die auch deutlich länger als 4 Jahre bleiben. Aber im Schnitt, am Erlachplatz ist im Schnitt das nicht großartig anders, oder? Weil es halt die ganz kurzen und die ganz langen gibt. Also das ist dann ziemlich gleich. Weil das ist ja, glaube ich, interessant. Es ist dann oft so, dass die alten unter Anführungszeichen dann plötzlich schwunghaft weggehen, wenn ein paar von ihnen fertig werden und sagen, okay, mein Studium abgeschlossen, ich gehe weg, weil dann sagen sie, okay, jetzt will man es nicht mehr wohnen, weil das ist nicht mehr unser Heim. Also wo so die Gemeinschaft im Grunde genommen. Und das ist wirklich auch unglaublich, wie das halt teilweise für 25-Jährigen sagen, also diese Jungen, mit der Generation kann ich ja gar nicht mehr. Aber es ist natürlich der Unterschied zwischen jemandem 18-Jährigen und jemandem 25-Jährigen. Ich hätte auch eine Frage, wie viele Leute wohnen halt in mehreren Studentenheimen im Laufe der Zeit? Weil ich habe das Gefühl, normalerweise zieht man ein, also wechseln Studentenheime. Normalerweise zieht man dann direkt in einem WG, in einer WG. Naja, es kommt darauf an, wo die Leute ihre Vorteile dann sehen. Also ich habe sehr oft den Wechsel von 9 Monaten auf 12 Monate oder umgekehrt. Also wo die Leute halt nach den Verträgen sich richten. Die einen sagen, ich bin im Sommer nicht da, warum soll ich nicht bezahlt? Die wechseln dann halt in das Definitionsverträge und umgekehrt die jedes Jahr dann rausziehen und im Sommer einen Platz suchen. Sie sagen, ja, das zweimal im Jahr überfliegen, das bringen wir nicht an. Also die wechseln dann schon in ein anderes Heim auch. Respektive in den anderen Einrichtungen, halt den Ehrenplatz, wo halt die Leute Wartelisten haben für Einzelzimmer, da halt 2 Drittel der Leute im Doppelzimmer wohnen und 1 Drittel im Einzelzimmer, das meistens auch halb und halb sind, die Einzel- und Doppelzimmer, die dann sagen, ja okay, da ziehe ich lieber jetzt von der großen Schiffgasse in die Schäfergasse mit der geschränkten Einzelzimmer. Also diesen Wechsel gibt es natürlich schon auch. Und natürlich auch in die Übergeschichten. Und das geht halt auch. Was ich vielleicht für den Fall interessant finde, warum ich glaube, dass das so fast die einzige Innovation ist, die ich kenne, weil die Fragestellung auch völlig andere ist und auch die Begrifflichkeit. Das ist schon Studentenhaus und Studentenheim. Heim ist eine Unterbringung, ist praktisch was Konsumatorisches. Die Aufgabe des Heimträgers ist, dass er die Leute möglichst unterbringt, dass sie auch zufrieden sind, dass er nicht so viel kostet. Und das andere, das ist die Idee eines Zusammenlebens und einer Raumstruktur, wie die sein könnte in einer bestimmten Lebenssituation. Und glaube ich, dass dieser auch dann organisatorisch der andere auf Ausgangspunkt, ich glaube, das hat überhaupt ermöglicht, dass man das anders denken kann. Ich glaube, sonst ist es immer eine Frage der Förderung und Strukturierung und dann vergleicht man. Und es ist keine kulturelle Idee mehr. Und ich glaube, da ist der interessante Anfang, dass man sich architektonisch denkt, als räumlich und kulturelle Idee vielleicht. Das ist von der Außensicht vielleicht so. War denn das Haus am Erlachplatz, wo es jetzt so flach sagt, wesentlich teurer als ein anderes Studentenheim? War es teurer? Das glaube ich nicht. Das wäre, weil es gab. Also muss ich mich für fast 25 Jahre zurückbeamen. Die Nachweise sind geliefert worden. Das heißt, der Flächennachweis Höchstleistelgrenzen gehabt, sonst hast du keine Förderung gekriegt. Weder die Wien-Europa-Förderung noch die Heimförderung. Es war limitiert. Also das war der Grund, warum das zweigeschossige gefallen ist. Weil das hätte die Kosten, also sagen die einfach die verordneten Kosten gesprengt. Naja, es war ja schon eine Sache, dass ja die Berechnung, was ist sozusagen eine Nutzfläche und was sind Verkehrsflächen. Da hatte ich ja ein großes Glück, weil ich mit diesem Plan, also ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das war, okay. Jedenfalls ist es darum gegangen, dass die gesagt haben, dass eigentlich, und so haben ja auch viele Studenten, die dort gewohnt haben, die haben immer gesagt, das ist der Gang. Die Zimmer sind so klein und der Gang ist so groß. Das ist mein Zimmer. Das ist so klar,
und der Gang ist so groß. Da haben wir ja schon den ersten sagen wir, Punkt, wo es einfach ein totales Missverständnis gibt bei dem Ganzen. Auch für die da sozusagen verantwortlich sind. Wenn in dem Haus am Erlachplatz es gelungen ist, dass manche, vielleicht viele, gelernt haben für ihr Leben, dass es nicht ganz so ist, dass das alles nur Gangflächen sind. Ich kann mich erinnern, wie jemand gesagt hat, stellen Sie doch das hinaus aus dem Zimmer. Da ist einer gekommen mit einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, also für Plattenspieler, einen ganzen Turm für Platten, weil der zu Hause also das hatte. Und ich verstehe ganz gut, er wollte das halt hier auch haben, aber das hat natürlich keinen Platz in dieser Kajüte davon. Ich wollte ja 3x3x3 Meter. Ne, das ist. Du hast aber nie gesagt. Also gut, es wäre nicht ganz anders geworden, aber ich meine natürlich mehr Lust. Aber trotzdem, diese Geschichte, dass jemand gesagt hat, dann, dass ich gesagt habe, stellen Sie es da hinaus, ein totales Nichtverstehen. Was redet der? Ich werde doch nicht etwas, was mir gehört, da hinausstellen am Gang. Vielleicht manchmal ganz nicht unberechtigt, da kann es gestohlen werden. Ist gekommen. Also alle möglichen Argumente, wo ich einfach sage, das zeigt, also wie die Leute erzogen werden, erzogen wurden. Und für mich hat Architektur im Sinne sozusagen des Erziehens durch Architektur, das ist keine funktionelle Frage, sondern das ist Wohlbefinden, das ist überhaupt Räume, die gut proportioniert sind, zu unterscheiden von solchen, die das nicht sind. Aber es gibt doch da diese eine Geschichte, das ist, glaube ich, breit 60 cm oder sowas. Da hat einer gesagt, jetzt stelle ich mir meinen Tisch hinein. Die Säule steht, da muss man so. Ja, der hat dann da so ein Ding und musste drüber steigen, um überhaupt hier hineinzukommen. Also ich finde das toll. Ich komme noch mal zurück bei dieser Diskussion, was ist Verkehrsfläche und was ist Nutzfläche. Hat man mir gesagt, das ist klar, das sind alles Verkehrsflächen und nur diese Kurbeln sind Nutzflächen. Also habe ich gar nichts anderes gesagt, als bitte, würden Sie so freundlich sein, zu Ihrem Schreibtisch gehen. Wir sitzen so in der Sitzgruppe. Was wollen Sie? Ja, ich bitte Sie, zum Schreibtisch zu gehen. Der ist halt zum Schreibtisch gegangen. Ich habe gesagt, was war das jetzt für eine Fläche, auf der Sie gegangen sind? Und er hat gesagt, das ist ein Zimmer. Ich habe gesagt, das ist eine Verkehrsfläche gewesen, ziehen Sie das ab. Und so hat man mir die gesamte Fläche anerkannt. Das heißt, es ist Verstand da bei vielen Leuten. Aber in Wirklichkeit geht es viel einfacher, dass man den Verstand nicht gebraucht, sondern das, was halt so normal ist. Der Gang und das Zimmer. Und ich komme jetzt also dazu zu sagen, die meisten Dinge, die gebaut werden, sind keine Architektur. Das ist hart, aber ich muss es sagen. Von Architekten. Sie machen Zimmerhäuser, aber keine Raumhäuser. Alle diese alten Wohnungen, die ganz angenehm zu leben sind, die sind natürlich, die haben Luft, die haben Dimensionen, da kann man herumgehen. Ich weiß schon, dass es dann also das ökonomische Argument gibt, aber man kann
ich habe die ganze Zeit gesucht nach diesem Plan. Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Kennst du es? Grauenhaft. Das ist ein Wohnhaus von einem Architekten gezeichnet. Da gibt es nur den innenliegenden Gang, der die Wohnungen erschließt. Man kann sich vorstellen, man kriegt Angst. Also ich kriege Angst in sowas. Unabhängig davon, dass es wirklich einfach unästhetisch ist, diesen Plan anzuschauen. Und so würden die Sachen ausschauen, wenn die Architekten das alles so bauen würden, wie es durch das Diktat der Ökonomie geht, der Diktat der Gesetze und das Diktat der Rendite. Das sind in Wirklichkeit natürlich die Dinge, die in meiner Ansicht der Architektur verhindern. Es ist nicht so, dass die Architekten nicht wissen, was man besser machen kann. Aber sie. Mir hat ein Baugenossenschaft, der eine Baugenossenschaft hat. Der hat mir gesagt, jetzt geh ich wieder 1000 Wohnungen. Sie, das glauben Sie mir nicht, das ist verbrecherisch, was die Architekten da machen. Ich sage, Sie als Bauherr, sagt ja, was bleibt da so übrig? Da muss doch, es geht ja nicht um Bemitleiden, aber ich sehe schon ein, dass die auch sehr leiden darunter, unter dem Diktat, das sie haben, angeblich ökonomisch zu werden. Oder ist es nicht so? Ich war sicher ein glücklicher Architekt, das ist mir schon klar. Ich habe also diese Schwierigkeit nicht gehabt oder mir nicht bewusst geworden. Ja, also in den vergangenen drei Wochen, wie gesagt, es gab immer wieder Abende, bei denen auch das, also aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert worden war. Und da gab es dann eben auch Teilnehmer, die wirklich ganz klar vorrechnen oder auch Architekten, die von ihren Erfahrungen berichtet haben, ja, dass wir schon während des Baus, also schon genehmigte Bauteile, Raumlösungen eben gecancelt werden, weil sich irgendein Problem auftut und das wird minimiert, gekürzt und was immer drangegeben wird, sind eben die Gemeinschaftsflächen. Oder es müssen noch mehr Zimmer reingebaut werden und es bleibt einfach, die Wohnqualität bleibt einfach auf der Strecke. Und ich frage mich, jetzt frage ich hier die Frage an die Politik, darf das denn so weitergehen, dass mittlerweile die, du hast es gesagt, mittlerweile ist eine Drei-Zimmer-Wohnung, hat wie viel Quadratmeter oder was hat Peter Lorenz gesagt, 55 Quadratmeter, das ist mittlerweile eine Dreizimmerwohnung, eine Zweizimmerwohnung ist eine 35 Quadratmeter Wohnung, also das ist mittlerweile schon wohnbare Qualität, also das minimale Wohnen nicht nur im Studentenheim, sondern auch auf dem Wohnungsmarkt. Ja, in unserem Fall war das ohne Führerklasse, das Konzept, also es ist ein auch temporäres Wohnen oder nur 24 Quadratmeter Wohnungen. Die genannt haben damals, aber Smart Living, oder das ist natürlich ständig in Diskussion, dass man Wohnungen kleiner macht, damit sie noch leistbar sind für Menschen und dass man halt probiert, immer kleinere Grundrisse zu schaffen. Das ist, glaube ich, innerhalb dieser letzten Tage auch immer wieder so Parallelen gefunden worden zwischen Wohnbau und Heim und wie sich das halt durchzieht. Und wir haben halt selber die Erfahrung gemacht, wir haben eine Wohnung mit 35 Quadratmeter umgebaut in Wien, im 7. Bezirk. Und die ist extrem, also wird für, also möbliert und so weiter,
für über 1000 Euro vermietet. Und hätte man unser Auftraggeber dreimal vermieten können, weil so ein Bedarf ist. Das ist auch diese Art von. Gut, jetzt sind wir vom Thema. Wir sind in einer Gründerzeit mit all den, ich fürchte auch negativen Aspekten, nicht in der negativen. Wir haben im letzten Jahr ein Wachstum Wiens an Köpfen gehabt von 26.000 Menschen in einem Jahr. Also jetzt switche ich auf meinen jetzigen Job, die Planung. Und 8.000, 9.000 Wohneinheiten. Aber zu widmen, die Schulinfrastruktur, die Parkinfrastruktur, die Bürgerinnenbeteiligung, keiner schreit Bravo, wenn er vor den Außen das wachsende Wien kriegt. Im Gegenteil. Wir kommen mit dem Angebot nicht nach. Also mit der Nachfrage nicht nach. Jetzt kann man lang diskutieren, wieso die Städte so stark wachsen, warum Wien jetzt so stark wächst. Ja. Also als Grüner sage ich, finde es gut, dass zunehmend Leute nicht den Speckgürtel und der ökologische Fußabdruck dreimal so groß ist, sondern entlang den U-Bahnen. Und wir bemühen uns jetzt auch, Kosten zu reduzieren, behördliche Kosten, also dort, wo wir können, also wo wir, glaube ich, die Sozialdemokratie es überzeugt haben, nicht so weit wie wir wollten, aber doch, dass wir die verruchte Stöbersverpflichtung lockern. Ja? Also je kleiner die Wohnungen, pro Wohnung ein Stellplatz, ist ja irre, ja? Der kostet in der Herstellung 12.000, 15.000 Euro, obwohl im städtischen Raum die Leute immer weniger ein Auto haben. Also das werden wir jetzt umstellen von Wohneinheit auf Fläche und da hoffen wir noch die Fläche ein bisschen raufzusetzen. Ja? Und aus, also das, was wir in der Neuwidmung haben, wo die Stellplatzverpflichtung runterfahren kann, auch in der bestehenden Widmung das zu machen. Ich glaube auch, dass der Brandschutz total überzogen ist. Und um mich, das ist meine persönliche Meinung, weil das betrifft nicht die Grünen, ich glaube auch, dass die hundertprozentige Barrierefreiheit für alle Wohnungen ein Fehler ist. Ja, da war es gescheit, man zahlt was ein und wenn jemand braucht, dann ist Geld da, es umzubauen. Ja, das ist natürlich sehr schwer durchzusetzen. Aber ich sage es hier öfter öffentlich gesagt, ja, wir werden immer älter, aber da muss man, da gefällt mir der Begriff des Hauses, müssen wir Häuser bauen und Häuser werden, also ich glaube sehr wohl, dass das ein Haus ist, das irgendwann in 20 Jahren adaptiert, das umbaufähig im Rahmen ist. Ja? Also Häuser, die nur für eine einzige Funktion gebaut sind und nicht irgendwie innen leben können, sind schlecht. Ja. Wir machen jetzt auch bei Büros, sagen wir Hallo, Nachweis des Umbaus auf Wohnen muss möglich sein, weil was wir heute in die erste Phase der Planung schicken, ist in 5 Jahren besiedelt. So, also 2018. Und dann ist das 50 Jahre mindestens hoffentlich länger in Betrieb. Das heißt, wir reden darüber, wie wollen Menschen 2040, 2050 in Wien leben. Das Einzige, was wir wissen, wie die Menschen dann leben werden, das wir es heute nicht wissen können. Fahren wir zurück. Ja, also und was wir da rund um uns sehen, wo auch ihr seid jetzt, ja, mit diesem Studio, Gründerzeit, wie das gebaut worden und geplant worden ist, gab es kein Internet, kein Fernsehen, kein Auto, kein Radio, nichts von dem. Und trotzdem geht es ganz gut. Wir projizieren da jetzt her, ja, haben eine Leitung herinnen und. Also ich glaube, dass wir Häuser bauen sollten und keine Wohnungen und keine Heime und keine Hotels, sondern Häuser, Ausnahme wird es schon geben, ja, aber die fahren wir in 40 Jahren noch ins Büro, fahren wir auf eine Uni im Sinne von da hätte ich eine Vorlesung, ja, also ich sehe das jetzt mit den neuen Medien nicht nur negativ, ja, das ist auch positiv, dass man, warum muss ich meinen ödbärigen Vortrag anhören, wenn es im Netz einen Klassenvortrag gibt, ja, da hören wir dann die Klassen an und habe dann aber einen Assistenten oder Assistentin, die mir
in der Gruppe hilft, dass wir was gemeinsam entwickeln und lösen können. Aber wo er Vorlesung braucht, hallo, der Begriff stammt vor Buchdruck. Also jetzt war es irgendwie an der Zeit zu sagen, so, aber jetzt kennt man doch anders. Ja? Also was ich damit sagen will, es wird sich viel ändern und haben wir Strukturen, die eben nicht, also den Satz will ich noch zur WU, ja? Ich habe angefangen WU studiert, da war ich im 19., da war ich im 19. Bezirk. Dann bin ich übersiedelt, stolz in die neue WU. Das ist die, die jetzt baufällig ist. Ja? Jetzt wird die neue im Herbst besiedelt. Meine Frau hat mit geplant an dem und die sagt, in 30 Jahren ist die wieder alt. Die im 19. Bezirk steht aber dann noch immer. Das ist dann die alte WU. Die wird noch immer stehen. Die alte Neiche wird jetzt eingeschrottet und die neue in 30 Jahren. Also das beschäftigt mich auch. Weil die Stadt ist ja eben nicht alles abreißen und alle 40 Jahre neu hinstellen, sondern das Übereinanderlagern von Strukturen, das Gedächtnis der Stadt ist eben nicht wegputzen, sondern Strukturen zu haben, die sich adaptieren können. Ja? Also darum fände ich es schlecht, wenn das überhaupt nicht anpassungsfähig wäre, das Haus. Ja? Glaube ich nicht. Wenn man immer heute können auch andere Lebensformen als studentische. Wir haben schon ein paar Mal jetzt geredet, also eine wirkliche gefährdete Gruppe sind armutsgefährdet, sage ich, sind alleinerziehende Frauen. Deswegen Frauen, weil die Alleinerzieherinnen sind vor allem Frauen, mit wenigen Ausnahmen, die speziell unter Armut und an der Isolierung leiden. Der Caritas im Gespräch, wo man jetzt, manchmal juckt es mich ja, da habe ich kein Berufsverbot, aber ich weiß nicht, wie ich zeitlich unterbringe, wieder Bauherr zu werden. Da ging viel mehr jetzt. Man soll sich nicht fürchten. Das fürchten sie zu viel. Und auch die Ökonomie, wenn einer am Schluss alles runterreißt, ja, da muss man erstmal mal gut rechnen, dann muss man auch Kompromisse schließen, dann muss man die wesentlichen Dinge, muss man keulen. Also da ist auch nicht alles, kann man sich mit Detailerin, aber alles realisiert worden mit den Materialien, die von Anfang an, da hat es auch Kompromisse gegeben am Schluss, damit es ausgeht. Du musst ja lebendig bleiben. Aber du brauchst irgendwie eine kulturelle Haltung, dass die wesentlichen Dinge schon gehalten und die gescheiten Kompromisse macht und nicht irgendwie wegkürzt. Also es fehlen Bauherren oder Baufrauen, ja, aber also Bauherr, ja, Bauherrin. Die sehenswert die Ausstellung in der Post, ja, über den Theophil Hansen. Ja, auch wie die Gründerzeit, da wollten Leute was. Und nicht nur Vorsorgewohnungen mit 4,3% garantierte Rendite. Die sind auf der Nuss. Also in den Diskussionen der letzten Wochen, kann ich schon sagen, Eindruck aufgedrängt, dass vielleicht diese Preissteigerungen, die man jetzt bemerkt, bei allen Heimen, dass das anzieht, natürlich da, dass das eigentlich aber auch in Wirklichkeit nicht viel mit der Architektur zu tun hat, sondern eher damit, dass einfach ein riesiger Marktüberhang ist, also eine riesige Nachfrage da ist und in Wirklichkeit kann man bauen, was man will und das geht weg, ja? Zumindest im Moment noch, ob das noch in 10 oder 15 Jahren so sein wird, weiß ich nicht, also Märkte stabilisieren sich oder gleich ist man vielleicht auch aus irgendwann mal und dann bleiben die übrig, die attraktiv sind, aber ich habe im Moment schon eher das Gefühl, dass man dass das gar nicht so ein Architekturthema ist, dass wir die Preise so hoch treiben. Im Wohnbau ist es ist es was anderes, das sind es auch nicht die Architekten aus meiner Sicht, sondern wir sind es natürlich die Regulative, wie auch immer, es wird einfach immer aufwendiger gebaut, es muss immer aufwendiger gebaut werden, aber bei den Heimen habe ich ganz stark das Gefühl, dass die Architekten zwar sehr wohl den ökonomischen Druck haben, so viel reinzubauen, wie irgendwie geht, aber dass es im Endeffekt das ein marktwirtschaftliches System ist und einfach auch das Ergebnis ist dessen, dass dieser Markt liberalisiert worden ist. Und da frage ich mich schon, wo die politische, also wer sich dem wieder annimmt. Weil irgendwo gibt es natürlich eine sozialpolitische
Verantwortung, die der Gesetzgeber übernehmen müsste, meiner Ansicht nach. Und natürlich auch eine wirtschaftspolitische Verantwortung, weil natürlich die Akademikerquote soll gesteigert werden etc. Und das hat auch eine gewisse gesellschaftliche Durchlässigkeit dann geschaffen werden. Und diese Dinge werden, deswegen ist mir diese Entwicklung nicht ganz klar. Und auch die Diskussion, warum die Architekten, also die Architektur dann vorgeschoben wird. Also ja, also sozusagen das nicht ein völliger Chaos. Also es ist einfach unrichtig, dass die Architektur der Grund der Preissteigerung der Mieten in Wien ist. Also das war eigentlich. Das ist, wir haben einen Nachfrageüberhang, wir haben eine totale ein Problem mit den Grundstückspreisen. Ja, also die sind irre. Also da gehört, also wir haben das eh versucht, wir werden nicht Parteipolitik machen, aber wir bemühen uns jetzt sehr, dass der große Grundbesitz der Stadt Wien nicht verkauft wird, marktmäßig, sondern der Grundbesitz der Stadt Wien auch für soziale Zwecke, auch für studentisches, aber vor allem für den sozialen Wohnbau verwendet wird und über Baurechte und nicht über Kauf. Das wenn ich die SPÖ sage, macht das wie die katholische Kirche. Kein Kloster wird dann nur einen Quadratmeter verkaufen. Warum verkauft es ihr? Das verstehe ich nicht. Damit, also Grund und Boden bringt niemandem was. Der Markt, ja, sage ich jetzt jemand, der die Vorteile von Marktprozessen kennt. Dazu kenne ich die Politik zu genau. Ja. Also da haben wir die Ursache. Und wo jetzt eine Chance liegt, sozusagen in der listigen Nutzung des Kapitalismus, das, was ist eines der Hauptpreistreiber des Bauens grundsätzlich, das sind die Kapitalkosten. Die Hälfte, das ist alles langfristig finanziert, ein halbes Prozentpunkt billiger einen Kredit kriegen, ist irre. Und derzeit haben wir eine sehr niedrige Zinslandschaft, wo gerade die Stadt Wien, also wir Stadt Wien nimmt um 1,9% auf, also was ist Mini-Ökonomie, ob es um 4% ein Kredit aufnimmt oder um 1,9, ist eine Halbierung der langfristigen Kosten, dass man als Glück kriegt. Aber ja. Ich meine jetzt auch nicht den Wohnbau, wirklich, also da ist ja Wien auch im Vergleich zu anderen Städten in Europa, macht sehr viel, um hier den Markt irgendwo zumindest zu beeinflussen, finde ich. Aber jetzt, ja, aber auch dadurch, dass sie selber einfach sehr viel geförderten Wohnbau betreiben. Ja, das gibt es ja in den meisten Städten in dieser Art nicht, ja, aber die Stadt selber, die hat viele Wohnungen besitzt. Ja. Aber bei den Heimen ist das besonders, weil dass hier dieser Markt liberalisiert worden ist, 2010 war das, dass man das beim Überhang, also die Heimträger haben das letzte Mal gesagt, sie müssen 80% der Leute wegschicken. Das heißt, wenn ein Überhang ist von Nachfrage zu dem Angebot, braucht man sich erstens nicht wundern, dass die Preise steigen und zweitens, dass man auch bauen kann, was man will, wenn man es eh losbringt. Ja. Also ich glaube, man muss da zwei Dinge auseinanderhalten. Also wenn die Marktliberalisierung, wenn da das gemeint ist, dass die Bundesförderungen gestrichen wurden, ist das eine relative Marktliberalisierung, weil alle die Heime, die es jetzt gibt, oder der Großteil, die es gibt, sind ja nur gefördert gebaut worden. Das heißt, da gelten die Regelungen und es gibt also da keine Liberalisierung, dass jetzt einer so kommt, ihr erhöht um, keine Ahnung, 200 Euro meine Heimpreise, weil es gerade lustiger ist und weil ich es am Markt verkaufen kann, dass er könnte. Also ich gehe davon aus, dass es ginge. Was da eher der Grund ist, dass natürlich der Heimbau genauso mit den ganzen Kosten und Brandschutz und Regulative und Einbestimmungen genauso konfrontiert ist und das ist bei uns nichts billiger wie im Wohnbau und zusätzlich auch die Sanierungsförderungen weggefallen sind. Das heißt, ich muss jetzt als Heimträger dafür sorgen, dass ich mein Haus, das also die letzten 15, 20 Jahre oder was auch immer nicht saniert worden ist, in Zukunft sanieren kann. Und nachdem wir fast alle gemeinnützig sind, haben wir auch nicht in der Vergangenheit die Möglichkeiten gehabt, große Rücklagen aufzubauen. Also Liberalisierung ist relativ, ich kann nicht, weil es lustig ist, was abverlangen, was ich will ich auch nicht, weil es völlig dem ganzen Zweck widerspricht. Aber durch das, dass ich auch für die Sanierung keine Förderung mehr habe, muss ich mehr verlangen, damit ich dann nicht noch nur was verlangt Sie am Bauerplatz zum Beispiel jetzt? 289. Nur was er meint, ja. Also ich, oder
ja, weil sie jetzt die Schuhe auszogen ist, rund um die neue WU werden Studentenplätze mit was, 24 Quadratmeter, 550 Euro. Ja, ja, das, das ist frei finanziert. Das, ja, also, das ist ganz was anderes. Nein, aber wenn Sie dann sagen, also schon aufmerksam machen. Also das passiert andauernd in Diskussionen seit vielen Jahren hier im Faulenheim mit dem Problem und die Stiftung. 550 Euro sind aber alle Inklusivpreise. Das ist nicht die reine Miete und Hausbetriebskosten. Das sind die 289. Das ist immer auch da zu hinterfragen, auch was für eine Preise auch verglichen werden. Also da muss man wirklich ja, aufpassen. Das ist genau das Gleiche. Nein, darf ich das schon sein. Zwischen 330 und 550. Aber das Schlimme an dieser Logik ist, weil Sie sagen, bei den Heimen, die Sie gefördert gebaut haben, dürfen Sie die Preise nicht der Linie angeben? Jetzt will ich ja auch nicht. Ja, ja. Aber dann steckt natürlich die Logik drinnen, marktwirtschaftlichen Logik folgend müssen Sie eigentlich die Häuser loswerden, die so gebaut worden sind. Und das passiert ja auch, die werden teuer verkauft, also in guten Lagen. Und Sie müssen ein neues, entspricht nicht Ihrer Intention. Ganz großartig, aber es passiert. Das ist ja schon genau. Das ist nicht Ihre Intention, Sie darf nicht. Also da kommt wieder Politik ins Spiel. Der gemeinnützige Sektor hat sozusagen inneres Regulativ, selbst ein wild gewordener Geschäftsführer kann nicht tun. Ja, sondern du bist geregelt, du bist im Regelfall mit schweren Hürden, kannst du das rausspülen. Du bist gezwungen, das zu halten. Das ist ein Beispiel, wo ja bewusst ein Haus auch verkauft worden ist, um eventuell auch in anderen Lagen wieder eines bauen zu können. Genau. Es ist dann also nicht wirtschaftlich gewesen. Ja, genau. Da gibt es dann auch Möglichkeiten. Aber es gibt schon die Möglichkeit. Da werden dann die Häuser nicht verkauft, sondern dann wird man das Baurecht verkauft und so weiter. Und damit werden neue Häuser gebaut und dann hat man diese Regulation nicht mehr. Ich wollte eins noch sagen, weil wir haben über Luft und über Fläche und diese Dinge gesprochen. Also 550 Euro für 24 Quadratmeter und 298 oder 89 für wie viel Quadratmeter? Naja, das ist die Frage, wie das rechnen am Erlangen. Ja, 90 Kubikmeter. Okay. was ist Gesamtfläche, nicht Kubik, was ist Gesamtfläche durch Kopf? Na, 25 Quadratmeter pro Student war genauso. 25? Wie ein Stellplatz. Also die gleiche Anzahl wie für ein Auto. Das ist toll, nicht? Aber wir reden ja auch von anderen Heimen, die 350 Euro verlangen und da sind die Zimmer 10, 12, 15 Quadratmeter groß und das ist natürlich, wenn man das über die Fläche hochrechnet, bin ich auch bei den 550. Ne? Ihr habt da jetzt was gehört, den Stellplatz 25 Quadratmeter? Ja, wenn man eine Garage plant, rechnen die Architekten 25 Quadratmeter pro Stellplatz für ein Auto mit Rangierfläche, Stellplatz plus Zufahrt, da muss man schon gut sein, wenn man 25 Quadratmeter zusammenbringt, aber so viel brauchen Autos an Fläche im Vergleich, also der Student auch nicht mehr zu Wien hat ja ein ganz interessantes Phänomen, weil wie ich studiert habe, war das Wohnen überhaupt kein Problem in den 70er, 80er Jahren. Wien geschrumpft. Weil Wien ist geschrumpft, ja. Über in der Lehnergasse und fast nichts gewohnt. Es hat zwar ein bisschen reingeregnet überall, aber in bester Lage. Also gegenüber vom Eiles und man konnte nicht immer heizen, weil das mit Kohle und dann ist mal ins Eiles gegangen und hat dort weitergearbeitet. Das ist ja praktisch scheinbar, was Berlin eigentlich in den letzten, also vor 10 Jahren hatte. Also ja. Eigentlich auch eine Stadt, die eine hohe Qualität entwickeln konnte und auch viel kreative Szene entwickeln konnte, weil es das gab. Es gab einfach billigen Wohnraum, der nicht gut konditioniert war, aber es gibt Freiheit für den Einzelnen. Das heißt, Brüssel war das in den 90er Jahren, es gehen viele Künstler hin, es gibt einen relativ starken kreativen Bereich, aber die Wirtschaft, die Stadt ist nicht sehr erfolgreich. Die Steuereinnahmen sind oft nicht so gut, also das verlagert sich dann. Und eigentlich sind und die Städte, die haben dann Glück oder die sind gut, die dann beides vereinen können. Wenn dann Erfolg sozusagen kommt, auch weil die Stadt wächst, weil es begehrlich wird, trotzdem das in Kultur zu verwandeln und gute Gebäude zu verwandeln, eigentlich das so aufzubauen, dass wir hatten eben gut proportionierte Räume, halt verkommene, zum Beispiel in der Lehnergasse oder im Kaffeehaus gegenüber. Die waren zwar irgendwie verkommen und billig und durchgesessen, aber es war
auch bezahlt dann, da konnte das gewiss. Aber das war nicht unsere Leistung, also die haben wir uns nicht konditioniert. Und jetzt gibt es aber praktisch schon die Chance, wenn eine Stadt wächst oder wenn sie sich neu konzipiert, da wäre auch die Verantwortung, also Politik mit Architekten, mit allen, dass man das einfach ergreift und einfach dann gut macht und sozial ausgleicht, weil das kann ich nicht steuern, die können das wahrnehmen. Die Häuser haben nichts gekostet, also so im 8. Bezirk zum Beispiel, im 4. Bezirk, sie haben nichts gekostet, niemand wollte so ein ganzes Haus haben, er hat es auch nicht gut gefunden. Lieber ist man in den Stadtrand gezogen und da sieht man, dass das auch so kulturelle Änderungen sind, was man für Wert befindet, was man als gut befindet, welche Räume man beanspruchen will. Und das hat man in der Kunstszene, die ist dann ein bisschen so vorne, die verlagert sich dann, die will dann nicht die repräsentativen Räume, die alternativen Theater haben sie einfach diese Werksräume, die in den Höfen noch waren, gesucht und dann etabliert sich wieder irgendwas anderes und das soll man nicht so verachten, also das ist nicht sogar ökonomisch bewertbar. Ja, und ein Haus, das eben darum habe ich gemeint, das sind dann, man findet die Häuser immer wieder, die gut sind. Auch wenn sie eine Zeit lang scheinbar nicht mehr so brauchbar sind, aber sie wären wieder brauchbar für andere. Und das ist, glaube ich, eben auch. Wien auch nicht leistbar. Also, dass Wien total im Aufstieg war, Ende des 19. Jahrhunderts, war Wien hundertmal teurer als jetzt. Also das, da gibt es ja, jeder kennt die Zustände, die damals geherrscht haben, die Leute Bettgänger haben mussten, ja, damit sie sich über die Wohnung. Ja, aber es ist Genossenschaftswesen entstanden. Es sind praktisch genau die Sachen entstanden, dass das möglich würde. In Berlin habe ich gehört, da sind jetzt die Baugruppen. Es gibt wenig öffentliches Geld, aber auch, weil der Grund billiger ist, kann man nicht eins zu eins für Wien verwenden. Und das war ja dort auch eben so erkannt, dass man das aus diesem normalen Ding rausnimmt, um überhaupt eine Idee eines Hauses zu haben. Aber das sind, glaube ich, irgendwie die Punkte, wo wir unsere als Studierende, wo wir sagen, man muss sich denn nicht hingeben. Als Architekt darf ich das? Ich weiß schon, ich weiß das aus der eigenen Praxis, was man alles nicht darf. Aber man muss immer eine Idee haben, was man einfach machen könnte. Ich denke aber schon, untergeht es ja auch ein wenig. Studentenheimträger sind ein Randgruppe im Endeffekt. Das ist 10% der Studierenden, glaube ich, beziehungsweise für Weihnachten in den letzten Jahren, wohnen in Studentenheimen. Der Rest ist irgendwie entweder elterliches Wohnen oder eben WGs, Substandardwohnen und so weiter heranziehen. Und dieses Randgruppendasein haben die Studentenheimträger immer schon auch politisch beantwortet. Also ich kann mich noch gut erinnern an diese Bekanntgabe damals von der zuständigen Ministerin, dass die Heimträgerförderung gestrichen worden ist. Die Heimträger sind eingeladen worden zu einer roten Runde. Die Ministerin kommt, es hat nur geheißen vorher, es wird darüber gesprochen, dass es was Neues geben soll. Und dann ist der erste Satz gekommen und kein hat über den Tisch Förderung gestrichen. Aus. Ja. Und das ist bei den Heimträgern immer passiert. Ob das die Landesförderstellung war, ob das die Bundesförderstellung war, es ist einfach drüber gefahren worden, weil es einfach keine politische Lobby gibt, die Studenten selbst, um die es ja am meisten geht, haben sich eigentlich dafür nicht wirklich interessiert, so sporadisch tauchen wenige auf, die sich dafür dann interessiert haben, eingesetzt haben, wenige, die auch vielleicht einmal darum gekämpft haben, dass was besser wird, also die Heimträger kämpfen ja teilweise darum, dass sie Heimvertreter finden, also die studentische Selbstverwaltung, dass das am Leben bleibt und dass das gefördert wird. Auch der Studentengesetz selber ist 1986 das letzte Mal reformiert worden und seitdem nicht mehr angegriffen worden. Also man merkt eigentlich, der Studententräger selbst ist eine Handgruppe und so ist es auch immer behandelt worden. Das Problem der Studententräger ist es aber, dass sie immer in den Topf der Wohnbauträger geworfen worden sind, auch von den Baubestimmungen her. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ein Studententräger Vorteile hat. Also zum Beispiel darf ein Studentenheim auch im Gewerbegebiet gebaut werden, was ein Wohnbauträger nicht darf. Aber sonst ganz leicht plus und zusätzliche Auflagen im Brandschutzbereich. Also deswegen habe ich früher sogar applaudiert, kurz wie gehört, ob da etwas braucht, weil das ist purer Wahnsinn, was da betrieben worden ist. Da hat man in Heimträger schon was gezwungen, modellmäßige Standards zu erreichen. Bis hin zu nachträglichen Bohrungen, Luftschächten, Druck, sonstige technische Forderungen, die da eingesetzt worden sind. Und das ist wirklich schockierend passiert. Das hat die Heimträger dazu gebracht,
immer weiter wegzugehen von so Konzepten wie Erlangplatz und immer mehr hinzugehen zu diesem Standard, zu diesem Substandard, wie der Architekt zu mir gesagt, das ist ja eine Legebatterie. So wenn man einen Plan von einem anschaut, mitten drin in der Gang, links und rechts die kleinen Einheiten und das war's. Also ist ja auch so, das ist ja die günstigste Form zu bauen. Jeder Baumeister sagt dann ja wunderbar, ich habe eine gerade durch, links und rechts das Zimmer, trocken ein paar Wände eingezogen und fertig ist. Und das wundert mich aber nicht, weil weder die Politik noch die Behörde sich jemals wirklich den Kopf darüber zerbrochen haben, wie man vielleicht ein bisschen dem Heimträger entgegenkommen kann. Ganz wenige Ausnahmen haben es geschafft. Also Erlachplatz ist eine herausragende Ausnahme, Molkereistraße ist eine Ausnahme, aber dann ist schon ziemlich aus. Und wie oft Heimträger geknüppelt worden sind und geknüppelt werden und immer in diesen Auflagen der Behörden, also ich habe selber erlebt, wie dämlich eine Behörde sein kann, beim Hafenring in Graz damals, der hätte schon saniert werden und man hat sich überlegt, ein Passivhaus draus zu machen. Und hat auch überlegt, ein Solarcooling-Prinzip da einzuführen mit Solarpanelen auf der Außenfassade. Ein wunderbares Konzept und natürlich eine Solaranlage funktioniert am besten, wenn man gewissen Linkslänen hält. Hat man geplant, wäre ein Top-Konzept gewesen. Also hat die Behörde gesagt, das dürft ihr nicht machen. Wenn, dann nur entsprechend aufgeklebt, also ja nicht die Mindestlänge einhalten. Das hätte das Ganze natürlich exorbitant in die Höhe getrieben, die Kosten. Das war ein Jahr lang nicht durchzubringen, die Behörde quergeht. Und das ist immer der Wahnsinn. Es gibt keine Lobby für Heimträger. Die gibt es nicht. Vielleicht sehe ich ja vorher, dass sie sich wieder jetzt besinnen in der alten Geschichte, aber es hat keinen Heimträger-Lobbyismus mehr gegeben. Und das ist ein großes, großes Versäumnis, auch der ÖH, das muss man auch sagen. Also ich meine, ich frage mich wirklich, weil wir haben jetzt in den vergangenen Tagen oder mittlerweile Wochen, es sind so viele Punkte angesprochen worden, so viele Sichtweisen und viele plötzlich am gleichen Tisch, obwohl manchmal auch Abende waren, da waren nur Architekten, da waren nur Heimträger, da hat man sich gewünscht, das hätte jetzt mal ein Architekt hören müssen oder vice versa. Aber eines, finde ich, ist es ganz klar geworden. Wir sind, glaube ich, in einem ganz neuralgischen Zeitpunkt angelangt. Und gerade auch jetzt diese Streichung der Bundesförderung ist eigentlich ein Anlass, vieles zu überdenken. Da wird einiges ins Rollen kommen, auch wenn jetzt in ein paar Jahren Sanierungen anstehen, wofür dann auch keine Gelder mehr da sein werden und dann womöglich die Mietpreise in den Heimen tatsächlich ansteigen. Da wären genau solche Lösungen, vielleicht mit Containern, vielleicht Einsparungen auf ganz andere Art und Weise. Das ist genau, was Sie vorhin gesagt haben, dass wer weiß, wie das in 20 Jahren aussieht mit Transport oder mit, genau, wie die Universität laufen wird, wie Bildung laufen wird. Wir haben keine Ahnung. Und es ist tatsächlich so, wir sprechen immer von Häusern, wir müssen eigentlich Gefäße bauen, die auch eine, und da gefällt, da würde mir das Wort Nachhaltigkeit mal gefallen. Was ist sonst nicht gut, einfach Raum, die Räume, Gefäße zu bauen, die einfach Möglichkeiten offen lassen. Also wir haben ja auch die Tendenzen gesehen, dass wir immer mehr hinsteuern auf ein eher temporäres Wohnen, also dass wir nicht in einer Wohnform ab dem Erwachsenenalter leben und dort alt werden, sondern dass sich auch das so durch den Beruf ändern wird und dass sich die Architektur in den Räumen, die sie genau für diese veränderten Lebensweisen schaffen soll und muss, sich dem anpassen wird in der nächsten Zeit. Das ist ganz spannend und ich freue mich, dass es hier in den 60 Quadratmeter Büroraum einen Platz für den Geist lässt, dass hier das Problem gegeben wurde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei unseren Gästen. Anton Schweighofer, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, Christoph Kohler. Ich bin sicher, dass die Diskussion jetzt noch weiter im Kleinkreise laufen wird und ich kann wieder nur am Schluss der Themenabend auf unsere Stockwerksküche hinweisen, weil die zeigt einfach, dass die Stockwerksküche wie das Zentrum des Herz in den Stockwerken tatsächlich sind. Auf kleinsten Raum drängeln sich die Leute und ich hoffe, das passiert auch jetzt und lade Sie zu einer kleinen Erfrischung ein.